Hey, ich hätte da eine persönliche Frage an dich. Bist du ein Ektomorph oder ein Endomorph? Oder bist du vielleicht ein glücklicher Mesomorph? Nein, nein, ich will nicht damit sagen, du wärst ein Außerirdischer oder so. Es ist nur so, dass jede einzelne Person einen bestimmten Körpertyp hat und es eine große Hilfe sein kann, wenn du deinen Traumkörper aufbauen möchtest. Passe dein Training an deinen Körpertyp an und erziele so die besten Ergebnisse. Beginnen wir mit der Erläuterung der Körpertypen. Es gibt drei davon, wie es der amerikanische Psychologe Dr. William Sheldon in den 1940er Jahren vorgeschlagen hatte. Mal sehen, ob du dich in einem von ihnen wiedererkennst. Zuerst gibt es da die Ektomorphen. Menschen mit diesem Körpertyp sind schlank, normalerweise groß und haben längere Gliedmaßen. Schau dir Usain Bolt an, wenn du ein gutes Beispiel brauchst. Sie sind jene glücklichen Typen, die essen können, was sie wollen und bekommen davon niemals Fettpölsterchen oder einen großen Hintern. Auf der anderen Seite haben es Ektomorphe in Sachen Muskelaufbau nicht leicht. So hart sie auch trainieren, sie bleiben weiterhin schlank und schaffen es nicht, an Muskelmasse zuzulegen, selbst wenn sie wollen. Sie können jedoch zumindest ihre Sorgen in einem Stück Kuchen ertränken. Oder zwei. Dann gibt es noch die Endomorphen. Dies ist das genaue Gegenteil des vorherigen Körpertyps. Kurz, stämmig und mit der Tendenz, aus jeder einzelnen Krume, die nach dem Mittagessen verzehrt wird, Gewicht zu gewinnen. Bestes Beispiel für einen Endomorphen-Star ist Danny DeVito. Diese Typen haben Mühe abzunehmen und ihr auffälliger Bauch sowie ihre weiten Hüften werden sie in den Wahnsinn treiben, wenn sie sich dazu entschließen, den sportlichen Weg zu gehen. Es gibt jedoch immer eine gute Seite. Endomorphe sind von Natur aus leistungsfähiger als Ektomorphe und eignen sich hervorragend als Bodybuilder oder Gewichtheber. Und schließlich die glücklichen Mesomorphen. Warum glücklich? Nun, weil sie ein perfektes Gleichgewicht zwischen Muskeln und Fett haben, zusammen mit der natürlichen Fähigkeit, ihren Körper nach Belieben und schnell zu verändern. Christian Bale ist der perfekte Mesomorph. Ein Blick auf seine Rollen in Der Maschinist und American Hustle genügt, um zu verstehen, warum. Mesomorphe können ziemlich leicht Muskelmasse gewinnen und werden in kürzester Zeit fit. Auf der anderen Seite verlieren sie genauso leicht ihre Masse wieder, sodass es nicht so ist, als würden sie im Park spazieren gehen und mit krassen Beinen nach Hause kommen. Das Leben ist einfach für sie, aber nicht so einfach. Natürlich sind diese drei Körpertypen nicht kategorisch und du kannst dich natürlich auch irgendwo dazwischen befinden. Hier sind einige Tipps und Übungen, die du je nach Körpertyp ausführen kannst. Nummer 1. Ektomorphe Lebensweise. Mit diesem Körpertyp hast du keine Probleme, Gewicht zu verlieren. Aber wenn du versuchst, Muskelmasse aufzubauen, bist du nur mager und dünn und drahtig. Wenn du ein wenig Muskelmasse aufbauen möchtest, solltest du Folgendes tun. Beginne in erster Linie, extrem viele Proteine zu dir zu nehmen. Proteine sind im Grunde genommen Bausteine für deine Muskeln. In Kombination mit Kohlenhydraten helfen sie dir, am Ende an Masse zu gewinnen. Das Problem dabei ist, dass du darauf vorbereitet sein solltest, viel mehr zu essen, als du wahrscheinlich zuvor gegessen hast, da dein Stoffwechsel im Allgemeinen schneller ist als der anderer Menschen und du mehr Nährstoffe benötigst, damit du immer wieder Kraft hast. Beginne vor allem, protein- und kohlenhydratreiche Lebensmittel zu essen. Achte jedoch darauf, nicht zu viel Fett zu dir zu nehmen. Denn obwohl Fett auch gut für dich ist, kann es deinen Muskelaufbau verlangsamen, wenn du zu viel davon isst. Zweitens solltest du dich auf Krafttraining und schweres Heben konzentrieren. Gemischte Bewegungen sind deine besten Freunde. Grundübungen wie Kreuzheben, Kniebeugen, Crunches und Liegestützen beanspruchen große Muskelgruppen und helfen dir, deinen Körper schneller und einfacher aufzubauen. Isolationsübungen hingegen verlangsamen nur deinen Fortschritt, da nur ein oder zwei Muskeln arbeiten. Und drittens, übertreibe nicht beim Cardio. Laufen, Schwimmen oder Radfahren sind zwar eine gute Sache, aber beim Cardiotraining nimmt man ab, nicht zu. Und warum möchtest du mehr Gewicht verlieren, wenn du bereits so dünn wie ein Zweig bist? Mit übertreibe es nicht meine ich natürlich nicht, dass du es überhaupt nicht tun solltest. Cardio mit niedriger Intensität hilft dabei, dein Blut in Schwung zu bringen und Nährstoffe ins Muskelgewebe zu bringen. Das heißt, dass auch wenn du dich hauptsächlich von Protein und Kohlenhydraten ernährst, haben sie eine bessere Wirkung auf deinen Körper, wenn er richtig aufgewärmt ist. Alles in allem, wenn du ein Ektomorph bist, konzentriere dich darauf, viel zu essen, viele Kraftübungen zu machen und Cardio zu schonen. Auf diese Weise wirst du sehr bald gute Ergebnisse erzielen. Nummer 2. Endomorphe Lebensweise. Bei diesem Typ ist es typisch, dass die Taille breit ist und die Schultern schmaler sind. Man kann tatsächlich genetische Faktoren dafür verantwortlich machen. Es gibt in dir fettspeichernde Mechanismen, die dich auf hungrige Zeiten vorbereiten sollen. Glücklicherweise
sind die Zeiten, in denen Essen ein seltenes Gut ist, längst vorbei. Daher ist es jetzt besser, sich darauf zu konzentrieren, wie man sein Gewicht von der Taille auf den Oberkörper verlagert und seine allgemeine Form ausbalanciert. Ich werde die schlechten Nachrichten nicht vor dir verbergen. Endomorphen fällt es am schwersten, Gewicht zu verlieren. Auf der positiven Seite muss man jedoch nicht stundenlang laufen, um das Laufband in Schweiß zu ertränken. Der zertifizierte Trainer Will Perdue sagt, dass langes und stetiges Cardiotraining nicht wirklich zur Fettverbrennung beiträgt. Intervalltraining ist viel effektiver und nimmt viel weniger Zeit in Anspruch als einfaches Laufen oder Radfahren. Zum Beispiel ist Sprinten eine großartige Technik, mit der du schneller abnehmen kannst. Oh, und vergiss Crunches. Sie funktionieren für andere Körpertypen, aber nicht für dich. Crunches sind gut, um die Muskeln zu formen, aber sie verbrennen überhaupt kein Fett. Um den Oberkörper aufzubauen und dein Aussehen weniger birnenartig zu machen, solltest du dich zuerst darauf konzentrieren, deinen Bauch loszuwerden und dann intensives Gewichtheben durchzuführen. Schwere Gewichte und Cardio wirken auf lange Sicht Wunder für dich. Sei nur darauf vorbereitet, dass dieser Lauf langwierig wird. Die Trainingsroutine der Endomorphen ist kein Kuchenessen. Apropos Kuchen. Leider ist es an der Zeit, sich vom Gebäck zu verabschieden. Wenn du abnehmen und fit werden möchtest, solltest du die tägliche Kalorienaufnahme auf etwa 1750 Kilokalorien reduzieren. Je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto schneller solltest du deine Pfunde verlieren. Aber zu übertreiben ist auch nicht gut. Wenn du weniger als 1500 Kalorien pro Tag zu dir nimmst, während du im Fitnessstudio fröhlich schwitzt, kann es sein, dass du irgendwann von Erschöpfung überwältigt wirst. Die ganze Zeit über ein wenig hungrig zu sein ist in Ordnung, aber vergiss nicht, dein Energieniveau hoch genug zu halten. All die Dinge zusammengefasst, die ich dir gerade gesagt habe, konzentriere dich auf dein intensives Intervalltraining, lasse lange Läufe aus, baue Schultermuskulatur mit Gewichten auf und reduziere deine Kalorienaufnahme auf weniger, als du täglich verbrennst. Und natürlich sollte deine Ernährung nur sehr wenige Kohlenhydrate und mehr Protein enthalten. Nummer 3. Mesomorphe Lebensweise. Nun, Mesomorphe sind bei weitem am einfachsten zu trainieren. Wenn du zu diesem Typ gehörst, hast du wahrscheinlich bereits ein ausgewogenes Aussehen. Und du hast vielleicht bemerkt, wie einfach es für dich ist, Muskelmasse aufzubauen oder Fett zu verlieren. Du solltest dich auch glücklich schätzen, dass du im Moment nicht den Ausdruck von Eifersucht auf meinem Gesicht sehen kannst. Wie auch immer. Obwohl Mesomorphe den genetischen Jackpot gewonnen haben, können sie sich immer noch verbessern. In Bezug auf das Training solltest du zunächst aufhören zu zögern und anfangen, tatsächlich zu trainieren. Dein Körpertyp ermöglicht es dir, dich viel zu entspannen, ohne viel Schaden anzurichten. Und die meisten Mesomorphen missbrauchen dieses ansonsten coole Merkmal ihres Körpers. Trainiere also, um das Beste aus deinem großartigen Körperbau zu machen. Das heißt, du solltest dich darauf konzentrieren, alles in Maßen zu tun, aber bestimmte Ziele für dich selbst festzulegen. Mäßig intensives Cardiotraining ist gut für dich und du kannst problemlos lange Trainingseinheiten aufrechterhalten, wenn du möchtest. Beim Krafttraining geht es auch um mittelschwere bis schwere Gewichte mit einer Wiederholungszahl von niedrig bis relativ hoch. Das heißt, wenn du schwere Gewichte nimmst, sollten 4 bis 6 Wiederholungen ausreichen. Wenn du leichtere heben möchtest, kannst du bis zu 15 bis 18 Wiederholungen ausführen. Das solltest du ganz einfach können, was mit deiner angeborenen Ausdauer und Kraft zusammenhängt. Intensive Workouts mit klar festgelegten Zielen sorgen dafür, dass du das Beste aus deinem goldenen Körpertyp herausholen und dich noch mehr rühmen kannst. Ja, ich bin immer noch eifersüchtig. Dein Ernährungsplan kann etwas entspannter sein, da du ja nicht so schnell an Gewicht zunimmst wie Endomorphe und nicht wie Ektomorphe Kohlenhydrate und Proteine zu dir nehmen musst. Grundsätzlich kannst du einfach schauen, dass deine Energieaufnahme innerhalb von 2500 Kilokalorien bleibt, überschüssige Fette und Kohlenhydrate reduziert werden und dich im Allgemeinen glücklich schätzen, zu den Mesomorphen zu gehören, da du ansonsten essen kannst, was du willst. Also, ein kurzer Rückblick. Setz dir Ziele, um ein moderates Trainingsprogramm zu erreichen und iss nach Herzenslust, ohne dich zu sehr für Fette und Kohlenhydrate zu interessieren. Hast du dich in einem der drei Körpertypen wiedergefunden? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Wenn du heute etwas Neues gelernt hast, dann gib diesem Video ein Gefällt mir und teile es mit einem Freund. Aber hey, fang noch nicht an, deinen Körper zu verwandeln. Wir haben über 2000 coole Videos für dich zum Ansehen. Alles, was du tun musst, ist das linke oder rechte Video auszuwählen, darauf zu klicken und zu genießen. Bleib auf der Sonnenseite des Lebens.